Iris Klein kann es einfach nicht lassen. Yvonne Wölke will sich vertragen, doch sie schlägt das Angebot eiskalt aus. Stattdessen gibt es die nächste Schimpfterade. Nimmt das Klein-Wölke-Drama denn nie ein Ende? Nachdem es in Australien angeblich zwischen Peter und Yvonne gefunkt hat, rastete Iris komplett aus. Immer wieder schoss sie öffentlich gegen die beiden. Besonders Yvonne bekam ihr Fett weg. Sie wurde als Mehlgesicht und möchte gern Schneewittchen beschimpft. Frieden kommt für die Katzenberger Mama nicht in die Tüte. Iris Klein will sich nicht versöhnen. Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan jetzt wissen, ob sich Yvonne eine Aussprache mit ihrer Erzfeindin vorstellen könnte. Vielleicht, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, zeigte sie sich versöhnlich. Und Iris, die will von Yvonne überraschenden Tönen nichts wissen. Das kommt für mich nicht in Frage. Diese Frau hat mir meinen Mann weggenommen. Ich habe kein Interesse daran, mich mit ihr an einen Tisch zu setzen, stellt sie gegenüber der Bild-Zeitung klar. Auch Peter hatte Iris bereits vor einiger Zeit ein Friedensangebot gemacht. Er wollte sich mit Iris, ihrem neuen Partner und Yvonne sogar zum Grillen treffen. Doch dazu wird es wohl nie kommen. Weder mein Freund noch ich wollen uns mit den beiden treffen. Autsch! Der Schmerz sitzt scheinbar immer noch tief. Dabei ist Iris längst wieder neu verliebt. Der mysteriöse Mr. T. hat ihr Herz im Sturm erobert. Er macht mich sehr glücklich, weil wir einfach den gleichen Humor haben, schwärmte sie erst kürzlich bei einer Fragerunde auf Instagram. Was sie am meisten an ihrem Schatz liebt: sein Lächeln, seine Augen, seine Fürsorge und seine Geduld.